Ich behalte lieber mein Mehrschadensdingens. So. Weg, 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 weg. Wo ist der große Blub? Nicht hier. Okay. Dann will ich doch noch da unten links gucken, ob da noch irgendwas ist. Und eigentlich haben wir gelernt, dass ich hier drauf treten darf, aber... Oh oh. Genau, lauf mal durch die Stacheln durch. Das ist dir ziemlich egal, okay. Wo bist du? Böses Tentakelding? Oh, okay. Komm mit, komm mit. Da ist das böse Tentakelding. Du musst wo? Oh, oh. Ja, ja, ja. Okay, ich will raus, ich will raus, raus. Hier. So. Und Ende Gelände. Ja, okay. Wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Und schon gar kein neuer erster Dungeon. Das heißt, wir müssen jetzt echt da weitermachen. Und einfach hoffen, dass es einigermaßen gut klappt. Was ich jetzt machen werde, ist 100 einfach mal einzuzahlen, damit wir, falls wir sterben, wir hier noch genug auf der Bank haben. So, und jetzt da rein. Moment mal. Das ist jetzt aber neu. Oder ist es nun nicht mehr so aufgedeckt wie den fehlenden Kompass? Hm. Okay. Mehr schleichen. Und weniger looten fällt mir gerade auf. Wir wollten ja nicht mehr looten, außer wir müssen es wirklich. Sonst respawnt der Typ gleich und macht wieder Ärger, weil er ja auch Feuerbälle schmeißen kann. Dann sind wir schon wieder weg. So, also hier oben gibt es nur die drei Räume und keinen Gang weiter. Das macht das Ganze einfach. So, nächste Etage. Ham, ham. So. Oh, das ist doch das gleiche. Oh. Doch das gleiche wie vorher. An den Platz erinnere ich mich nämlich mit den zwei. Was war das? Grabdingern. So. Haha, genau. Ich sage, der Sprungspruch ist richtig praktisch. So. Das konfigurieren. Da geht's weiter. Wie war es mit dem Nicht-Looten? Ist irgendwie zu reflexartig. Ich hoffe mal, ich komme schnell genug durch. Dann passt das schon irgendwie. Ah, ja. Hypnotisch, nö. Ah, da ist so ein großes Ding. Stalkst du mich? Nein. Das ist schon mal gut. Vielleicht kann ich sie töten, wenn ich mich anschleiche. Bleib da. Du hast mich gesehen, ne? Ja. Ja, nee. Gut. Unten rechts geht es auf der Karte noch weiter. Und zwar hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Jemand verfolgt uns? Da war gerade ein Hammer-Typ, oder? Ja. Genau, du. Noch einer? Die Musik wird dramatischer. Ich hoffe, das bedeutet nichts. Nee, okay. Und hörte sich jetzt gerade an wie Diablo 1. Tristram. Aber hier ist nichts. Okay. Also wieder zurück nach oben links. Hier war falsch.
Hierum, darum. Bisher noch kein weinender Engel. Alles gut. So, und hier würde ich gerne runter. Das sah gerade aus wie Lava. Ich dachte schon, wo bin ich hier gelandet? Zing. Nein. So, von den Statuen halte ich mich fern. Die ich will nicht. Muss ich rückwärts vor denen weggehen? Und dabei nicht in irgendwas reinfallen. Und ich hoffe mal, sie können nicht durch Wände glitschen. So. So, das ist ein fliegendes Auge. Da ist ein fliegendes Auge. Wo geht's auf der Karte noch weiter? Zing, zing. Rechts geht's noch weiter. Also Osten, hier. Wow, okay. Hallo. Hallo. Bye, bye. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich habe noch keinen Weg runter gefunden, kann das sein? So, stirb. Statue ist nicht hinterher, okay. Da ist die nächste. Ja, ich weiß, dass du böse bist. Hier geht's aber auch nicht runter. Au! Irgendwas hat mich. Da war noch so eine Statue. Wir haben im Team gearbeitet. Du Statuen. Achso, und da ist der Ausgang. Ich hätte einfach zum Ausgang gehen sollen. Was zu essen. Du bist verrottet. Okay, 3 Lebenspunkte. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir müssen einfach nur hier lang. Da hoch. Dann nach Süden. Und da müsste ein Ausgang sein. Bei den Statuen. Hier müsste irgendwo. Hier. Okay. Das hätten wir geschafft. Ich hoffe, hier kommt keiner mehr von diesen Viechern. Aber wenn es sowas schon mal gibt, lässt das ja Gutes erahnen für andere interessante Monsterarten. Oh. Hallo, Feuerball schmeißender Echsenmann. Hallo, unsterbliches Ding. Was bist du? Oh, Shop. Okay. Dich? Nein. Munition könnten wir. Wir könnten bald ein bisschen rumballern, fällt mir auf. So, dich hätten wir gerne. Schlüssel brauchen wir garantiert nicht. Speedboots haben wir. Wir haben ein Essenskit. Das könnten wir eigentlich auch mal benutzen, fällt mir gerade ein. Anstatt hier das teuer einzukaufen. Ich kaufe die Munition. Soll's. Wir haben inzwischen genug Artefakte. So, wechseln. Das Arm. Okay, für sowas brauchen wir keine Pistole. Nur für die Augen vielleicht oder andere ähnliche Sachen. Hopp. Nein. Das ist gemein. Bist du Sprungschuh? Ja, du bist Sprungschuh. So, ich hoffe einfach mal. Ah! Das.
ist der Weg nach oben? Hier drin? Nein. Komm schon, ich will nur noch nach oben gehen. Will ich sterben? Da geht's nach oben. Oh, da ist die nächste Statue. Oh, da ist ein kleiner Wuselmann. So. Warum kann ich dich nicht essen? Ich hätte schwören können, ich hätte dieses Essensding. Achso. Nicht humanoide. Da war was. Okay. Okay. Das kriegen wir hin. So. Ich brauche nicht humanoide Gegner. Und bitte keine komischen Statuen mehr. Und beides schlecht. Wollen mich doch veräppeln. Ich höre Klacker, Klacker. Das ist definitiv nicht humanoid. Irgendwer verprügelt gerade irgendjemanden. Das ist auch okay. Solange die Leichen da bleiben, ist alles gut. Soll schleichen. So, dich kann ich nicht essen. Und ich will dich nicht looten, weil dann haben wir hier noch mehr Gegner. Oh, Ex-Mann. Bist du humanoid? Nein. Njam. So. Wir brauchen gleich noch einen davon. Weil die Steindinger machen 2 Schadenspunkte. Dich will ich auch nicht unbedingt aggroen. Oh, Käfer. Jam. So. Du bist Rotten Meter. Ja. Oh, wir haben keine 20 Artefakte, um zu essen. Das ist nicht schön. Okay. Wir brauchen Artefakte. Oder eine Bank. Und ich sollte nicht immer alles in die Bank einzahlen. Aber wir halten schon mal einen Treffer aus. Das ist gut. Ist nicht super, aber ist gut. Was haben wir hier oben? Nix. Okay. Schleichen. Oh. Hallo. War das ein komischer Lauftyp? Du kommst hier nicht hoch. Stirb. Wow, hey, warum warst du so schnell wieder oben? So, okay. Essen. Geld und kommen wir irgendwie anders rein? Nö. Okay, dann so. So. Das ganze Ding hat so viele Schlösser und drin ist ein... Oh, wow. Drin ist nichts, wollte ich sagen, aber da ist was. Da. Hüpf. Ein Medkit. Was ist jetzt wichtiger? Ein Medkit? Oder das andere? Während du dieses Kit trägst, kannst du dich selbst vor tödlichem Schaden bewahren. Es kostet 50 Artefakte, um dich vom Tod wiederzubeleben. Aber das Kit kann unendlich oft benutzt werden. Sobald das Medkit benutzt wird, kriegst du 3 Herzen zurück. Moment mal, ich bin jetzt unsterblich, solange ich genug Artefakte habe? Das halte ich für eine sehr weit hergeholte These. Außer, das soll eine Möglichkeit sein, dass schlechte Spieler ihr gesammeltes Hab und Gut sehr schnell verlieren. Wobei das Hab und Gut auch auf dem Spieler sein muss, also in der Bank wahrscheinlich nicht helfen wird. Und hier hätte ich einmal reingehen können. So, irgendwas noch von Belang? So.
da nicht raus. Ich brauche Geld. Ich brauche ganz viel Geld und oder eine Bank. Ich sagte viel Geld. Das ist Stein und Messer. Oh, die sind auch praktisch. Also wenn ich Zeit genug habe zu gucken, dass sie da sind. Ham, ham. Oh. Okay. Komm schon. Muss da irgendwo ein Raum sein mit richtig schön vielen Artefakten. Wie eine Bank. Hier waren wir schon. Da oben rechts waren wir noch nicht. Zwei Artefakte. Uff. Okay. Da lang mal gucken. Und dann wäre ich fast versucht, wieder ganz nach oben zu klettern. Um zur Bank zu gehen. Das sollte ich auch wirklich machen. Also, hoch. Hoch. Ich habe irgendwas ausgelöst. Ah, ne, es waren die Druckplattendinger da. So, hoch, 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 hoch. Wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. So. Bei dem muss es auch irgendeinen Trick geben. Oh. Was zur Hölle ist hier los? Oh, 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 oh. Okay, okay, ganz ruhig. Ich hätte gern essen. Ja, das ist mir das Geld wert. So. Jetzt würde ich gerne raus. Raus, raus, raus. Und zwar das Buch. Was ist das Buch? Buch ist... Nee, kein Buch. Hier. Raus. So. Jetzt sind wir in der Etage mit den ganzen doofen, doofen Statuen. Was natürlich nicht so schön ist, aber okay. Hoch geht's hier. So. Schnell hoch. Hoch, hoch, hoch. Ich bin vor... viel zu hoch gesprungen. Du kommst mit, du kommst mit. Du stirbst wieder. Ja, wir müssen nach Südosten. Ach, da ist eine Statue. Aber die hat auch nicht knack gemacht. So. Warum kriegst du keinen Schaden durch die Bodendinger, ne? So, anderer Weg. Ich hätte gerne so eine Kunde zum Nachdenken. Spiel, bitte. Hier. So, hier hoch. Okay, okay, okay. Hier hoch, hier hoch. Ich bin schon wieder da, wo ich eben war. Aha. Oh nein, Statue. Ja, ja, ja. So, lauf, 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 lauf. Okay. So, was haben wir hier? Nein! Das war nicht gut. Da unten sind schon wieder Sprungschuhe. So, weg mit euch, weg mit euch. Ich glaube, die können wir schon nicht mehr aggroen. Ja, okay. Dich hätte ich gerne. Hier ist ein Geschäft.
Lauter Sachen drin, die ich nur bedingt brauche. Conjurer-Talisman. Reduziert die Artefaktkosten für Spezialfähigkeiten. Also wie meinen Sprung jetzt gerade zum Beispiel. Und uns fehlt ein Artefakt für das Essen. So geht's auch. Obwohl, warte mal, wir sind jetzt kurz davor, wieder nach draußen zu gehen. Und draußen in der Bücherei haben wir was zu essen. Ich muss nur... Oh, Artefakt. Ich muss nur rauskommen. Ich sehe keinen Weg nach oben. Ich müsste eigentlich nur hier nach Norden. Das kriegen wir hin. So. Dieses Schadensbonus-Ding ist echt irre praktisch für solche dubiosen Aktionen. So, und raus. So, jetzt machen wir sowas. Und haben jetzt 3 Leben, a 3 Herzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit würde sich gleich wesentlich entspannter spielen. Ja, aber ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge springen wir wieder ins zweite Level rein, laufen dann ein bisschen runter, so 1-2 Etagen, und räumen dann da weiter auf. Dieses Mal wesentlich sicherer durch das Medpack. Jedenfalls hoffentlich. Also bis gleich.